Hallo Leute. Guck mal, ich habe gedacht, wenn ich jetzt schon koche und ich bin ja kein Koch oder irgendwas, dann packe ich euch wenigstens einen Burger in den Hintergrund, damit wir irgendwas sehen. Denn wir kochen heute Burger. Ich habe alles vorbereitet. Ich bin mir echt nicht sicher, ob das was wird und so. Aber ich habe es versprochen, dass ich es mache. Als ich mal ein Wochenende woanders war, konnte da nicht streamen, habe ich gesagt, ja, aber dafür mache ich einen Kochstream dann so, weil das irgendwie aufkam. Es ist keine Frisur. Eigentlich pappe ich mir nur die ganze Zeit mit fettigen Haaren, Händen, weil ich alles hier vorbereitet habe, durch die Haare gefahren. Deswegen sieht es so aus, als ob ich vielleicht so ein bisschen Haargel drin hätte oder so. Naja, okay. Aber. So. Das ist jetzt. Ich merke gerade, der Chat ist ein bisschen im Weg. Ich packe den Chat und alle Alerts und so jetzt einfach mal hier hin. Oder hier hoch. So. Okay. Ich weiß, das letzte kann man nicht so gut lesen. Ist jetzt egal. Sorry, das war das Einzige, an das ich nicht gedacht habe. Ich hoffe, es ist das Einzige, an das ich nicht gedacht habe. Wie ihr hier seht, fantastisch. Meine Hände. Die sieht man sonst nicht so oft im Stream. Naja, doch, ich mache ja die ganze Zeit so. So, seht ihr? For life. Geil, oder? Das ist nicht die krasseste Kamera, deswegen ist das Bild auch jetzt nur so klein. Der Bart macht mich älter als 23, da bin ich ja froh. Wenn der ab ist, sehe ich wirklich super jung aus. Ich habe Hände, tatsächlich. Okay, wir wollen jetzt direkt mal anfangen. Passt auf, erstmal haue ich hier mal unsere Bulette raus. Wir machen heute zwei Burger mit einer Bulette. Denn es geht bei dem Burger nicht um die Bulette, Leute. Das kann euch erzählen, was er will. Es geht um die Soße vor allen Dingen. Und um die Kombination. Ja, aber das ist kein echtes Fleisch. Das ist aus Erbsprotein oder so ein Shit. Ist egal, das Teil wird heiß, da schmilzt der Käse drauf. Das ist das Geile. Das ist das Geile. Und per se schmeckt es auch ganz gut, muss ich sagen. Das ist eine Camembert-Bulette. Boah, mit Camembert. Ach komm, würde aufpassen. Ein Eishockey-Puck. Veggie-Burger. Der wird nicht vegan. Der wird vegetarisch. So, hier habt ihr mein Messer. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt funktioniert. Und was ich jetzt mache, ist, ich habe den schon mal aufgetaut. Und jetzt kann ich den so easy teilen. So. Bam. Zwei Buletten. Weil die Dinger, die sind locker dick genug für das, was wir vorhaben. Deswegen teilen wir das jetzt. Und das Erste, was ich jetzt mache, ist meine Tastatur. Wo lege ich? Ich habe keinen Platz auf meinem Tisch. Also mein Schreibtisch ist größer als das hier, aber ich musste die Kamera... Hier im Hintergrund Equestria. Ich dachte, ich dekoriere ein bisschen. Ja, sind die gegrillt? Nein, die werde ich jetzt in den Ofen packen. In eine Pfanne oder so wäre jetzt eigentlich... Das wäre die präferierte Methode, die Teile in die Pfanne zu legen. Würde ich empfehlen, oder auf den Grill oder irgendwas. Aber ich habe keine Pfanne mehr, die ist kaputt gegangen. Und seitdem koche ich alles nur noch in einem Mini-Backofen. Deswegen ist er auch direkt neben mir, was super toll ist, um hier vom Schreibtisch aus zu kochen. So, und jetzt, während das im Ofen ist, setze ich mir mal das Headset auf, damit ich auch ein bisschen Musik mithöre. Ich weiß gar nicht, was ihr da gerade hört. Ich bin jetzt schon euer Koch-Superstar. Ja, super. Nudeln im Backofen? Nee, ich habe schon noch einen Topf. Also ich koche schon ab und zu was im Topf. Ich habe aber keine Bratpfanne, und im Topf braten ist auch wieder so blöd. Und das ginge jetzt sowieso nicht so gut, dann müsste ich ja dastehen. Sonst würde es verbrennen. Ist mir schon passiert. So. Eine Ofencam habe ich leider nicht. Aber ich zeige da natürlich den Zwischenstand auch noch alles. Mini-Bo. Hinter mir seht ihr Burger, damit ihr auf jeden Fall, damit heute garantiert ist, dass ihr einen guten Burger seht. Definitiv. Die sehen alle geil aus. Oh, hier. Ich will gar nicht wissen, was das weiß ist, was da drauf ist. Aber das ist doch geil, oder? Hier unten mit Pommes, die haben wir heute leider nicht dabei. Aber wir machen zwei Burger, das reicht. Und wir bereiten jetzt die anderen Sachen vor. Erster Schritt, was ich jetzt einfach mal schon mal mache. Diese Billo-Burger-Brötchen, die ich hier habe. Die schneide ich hier einmal auf. So. Nur, dass die schon mal vorbereitet sind, aufgeschnitten. Bam. Geil. Oh ja. Schön. Qualitativ hochwertiges Burgerbrötchen. Wäre ein guter Klopftest. Sehr gut. Lässt sich klopfen, ist klopfbar. Haben wir schon mal hier. Dann machen wir jetzt mal die Zwiebel. Fangen wir mal mit der Zwiebel an. Ey Leute, ich bin vielleicht, also vielleicht seht ihr jetzt so einige Techniken, die nicht ganz so üblich sind beim Schneiden von Dingen, aber ich mache sie gerne so. Erstmal hier die beiden. Ich mache jetzt wirklich Basics. Ne? Ich weiß nicht, was machen Kochköche sonst so? Wir machen hier ein
Schnitt, dann machen wir eine Vertikalfissur und dann können wir die äußerste Schicht ganz einfach abtrennen und die kommt dann auf den Müllhaufen. Und wir wollen natürlich die Ringe für die Ringform, wir wollen die gute Ringform, deswegen machen wir jetzt Folgendes, drücken wir einmal von der einen Seite gegen die Zwiebel, so schön in das Mittelloch und dann können wir ganz einfach das Ding rausploppen. Sehr gut. Kann man mitessen. Ist gar kein Problem. Aber ich möchte nur die Ringe. Heute. Jetzt schneiden wir hier einfach. Wir halten das schön fest auf beiden Seiten. Passt auf, dass ihr euch nicht schneidet. Ist kein Tutorial. Sowieso nicht nachmachen zu Hause heute, ne? Raisin kann also auch in einer 300i kochen. Locker, das ist viermal so viel Platz, wie ich hier habe normalerweise. Ein leckerer Zuckerburger. Patty aufgedaut. Burgerbrötchen fett. Die Burgerbrötchen machen wir dann aber nochmal warm. Alter, wie einfach alles wackelt, sobald ich schneide. Wir brauchen gar nicht allzu viele Ringe, weil normalerweise mache ich Burger mit einer leckeren Burgersoße, die aus auch Zwiebeln besteht, Knoblauch, Senf, Ketchup, Schmand kann man reinmachen, Mayonnaise und so weiter, leckere Gewürze. Das ist richtig geile Soße. Heute machen wir das aber nicht. Ja, komm, einen Ring schneiden wir noch ab. So. Fantastisch. Den Rest lege ich erstmal beiseite. Das brauchen wir. Ich baue uns hier alles auf, was wir brauchen. So Stück für Stück kommen wir zu dem, was wir... Ist es jetzt schon komplette... Also, die ganzen Krümel und so weiter. In Aurora könnte ich super kochen. Gestern bin ich eingepennt, aber dass du in der kurzen Zeit verrückt werden würdest, hätte ich nicht gedacht. Danke. Gibt's da eine Küche? In Aurora? Nein. Aber habe ich hier eine Küche? Nein, Leute. Ich habe hier auch keine Küche. Also alles gut. So, was machen wir als nächstes? Ich glaube, ich mache erstmal die Paprika. Paprika ist relativ straightforward. Das ist unser Grünzeug heute hier. Also Grünzeug im Sinne von, es ist grün. Ich muss das jetzt so komisch halten, weil hier auch noch die Maus und sowas alles vor mir steht. Weil ich das hier alles hier schön drapieren musste. Ja, einfach hier oben rumschneiden. Dann zieht man da einmal kräftig dran. Und dann hat man es hier schon. Und da braucht man auch nicht allzu viel. Ich meine, es ist ein Burger, ne? Da ist jetzt auch nicht riesig viel Platz drauf. Ich schneide mal hier unten das hier weg. Ja, ein bisschen verschwenderisch geworden, aber... Ich habe gehört, in Kochvideos darf man auch im Zweifelsfall mal ein bisschen verschwenderischer sein. Aber passt mal auf hier jetzt. Hier haben wir jetzt unser Dings. Und wir haben mega Glück. Guckt euch das an. Kein einziger Kern in dem Stück, was ich ausgewählt habe. Fantastisch. Da schneiden wir nur das weiße Innenleben hier weg. Das ist gar kein Problem für uns. Wir sind Profis. So. Und. Fantastisch. Hier ein schönes Stück grüne Paprika. Die gibt hier schöne Textur, hier schön knack-knack. Geil. Schön knack-knack. Das wollen wir. Und die Zwiebel kommt langsam bei meinen Augen an. Ja, fantastisch. Die Zwiebel kommt bei meinen Augen an, also werdet ihr mich gleich auch noch im Stream heulen sehen. Paprika-Skills auch beeindruckend. Danke, danke. Road to 1 Million Alpha-UC mit Aurora. Dann empfehle ich sehr Salty Mike, der macht Aurora Hardcore Let's Play Action. Also der spielt dann nur mit einer Aurora, wenn er das macht. Eben kam nur so Twitch Raisin Food and Drinks. Ich denke mir so, was muss ich da sehen? Tja, jetzt weißt du es. Und das Geile ist beim Burger kochen, weil viele der Zutaten roh sind und roh verzehrt werden können, kann ich einfach sagen, geil. Boah, ich muss das wie so ein Teleport wirken. Die schmeckt nicht ganz so gut. Ist nicht die beste Paprika, die ich hier gegessen habe. Ich nenne mal die Marke nicht. So, guck mal. Da haben wir schon mal 2 von 3 Früchten, die wir da drauf packen. Hier, von den Sachen. Aber das war es noch lange nicht. Im Burger. Meiner Meinung nach, auf dem Burger können nicht genug unterschiedliche Sachen drauf. Es gibt die einfachen Burger. Wo nicht so viel drauf ist. So ein bisschen wie der hier unten. Super geil. Aber wir machen heute einen, wo wir ein bisschen glänzen, einfach mit der Vielfalt der Zutaten, die wir machen. Guck hin, wo du schneidest. Würde ich euch auch empfehlen, ja. Gut, dann habt ihr euch gedacht, warum hat ihr das so komisch da rausgeschnitten?
Ja, easy. Links ab, rechts ab, den Schnürpse weg. Und dann kann man hier einfach mal snacken. Super geil. Kann man einfach snacken, während man kocht. Hier den unteren Schnürpse kann man dran lassen eigentlich. Ich mache ihn weg. Bin ein bisschen komisch vielleicht. Und dann schneiden wir hier. Easy. Schmarrn weg. Eine Sache. Bei Burgern rutscht das sehr, diese Endstücke. Die kommen. Könnt ihr direkt essen. Wir haben noch genug Tomate so übrig. Ich bin geübter Tomatenschneider, deswegen kann ich das auch teilweise, während ich in die Kamera gucke. Ist aber nicht zu viel. So, das reicht für zwei Burger. Mhm. Geil, oder? Kann man direkt essen. Oh, Erdnüsse zwischendurch. Nicht, dass ich schon satt werde, bevor es die Burger gibt. Ja, wenn ich mit der Character rate nicht, aber vielleicht möchtet ihr davon erzählen, dass ihr gerade einen 30.000er hattet. Und man weiß nie, wann er kommt. So, mal so ein paar Erdnüsse zwischendurch, richtig geil. Ich hatte überlegt, mache ich ein paar Erdnüsse drauf, mache ich eine kleine Erdnusssoße. Richtig geil, auch auf Burgern. Erdnusssoße fast auf allem geil. Aber heute machen wir eine Honig-Senf-Soße. Hatte ich das schon erzählt? Dass wir eine Honig-Senf-Soße machen. Aber erstmal, bevor wir die Honig-Senf-Soße machen, darf eine Gurke nicht fehlen. Bei mir auf dem Burger, Säure-Gurke. Gewürzgurke. Ich finde, die gibt nochmal so ein bisschen Säure. Die brauchen wir. Und wir haben eine süße Soße. Wir haben sonst nichts anderes, was Säure gibt. Wir brauchen zumindest das und Oliven. Ich packe auch noch Oliven drauf. Ich packe heute alles drauf. Ich bin auch hier komisch und esse die Schnäpsel nicht mit. Weil ich ein fucking Verschwender bin. Und ein kleiner Pro-Tipp. Ihr könnt, wenn ihr Gurke nicht so gerne mögt und ihr wollt nur wenig drauf machen, dann könnt ihr so schneiden. So. So quasi in diese Scheiben. Aber ich mache das so. Längs. Dann. Ja, okay, das habe ich ein bisschen verkackt gerade. Wenn ich das auch so komisch schräg hier halten muss. Aber es geht schon. So, und jetzt haben wir auch dort Streifen, die wir uns drauflegen können einfach. Wie geil ist das, bitteschön? Wir sehen hier. Das wird auch was. Die Oliven können wir uns dann einfach so rausnehmen. Ich mache schon mal vorsichtshalber auf hier. Kann ich sie nachher direkt rausfischen. Und dann drauflegen. Aber die müssen uns jetzt hier keinen Platz wegnehmen. Hier in dem Bereich. Und jetzt kommen wir zur Soße. Wokwix eigentlich auch machen, wenn du eine größere Küche hast. Was ist ein Wokwix? Klär mich auf, dann... Jetzt habe ich hier schon mal was vorbereitet. Was ist das? Ihr fragt euch, was ist das hier? Ein Wok ist zum Kochen. Ja, aber was ist ein Wok? Ein Mini-Wok? Ich weiß nicht. Ich habe keinen Wok bisher. Ach, wirst du sowas? Ah, oh, sorry. Ich weiß es nicht. Vielleicht, aber das ist jetzt erstmal eine Ausnahmesituation hier. Alles ist für uns alle neu. Das ist für uns alle neu. Also, ihr fragt euch, was ist diese Masse hier? Was ist diese Masse hier, in die ich blöderweise gerade mit dem Löffel rein bin, was eigentlich nicht so schlau war? Das ist Honig. Ich habe Honig genommen, habe vorbereitet schon mal ein bisschen heißes Wasser dran gemacht. Nur ein ganz klein wenig, damit der schön flüssig wird hier. Damit man ihn schön rumrühren kann, denn das wird unsere Soße. Bevor wir zu der gleich kommen, werde ich erstmal diesen Löffel hier nehmen und den überschüssigen Honig, der da dran klebt. Ach komm, ist doch scheißegal, Leute. Ich nehme es einfach im Mund. Das ist jetzt, oh mein Gott, das ist meine Soße. Ihr kriegt da, es ist ja jetzt keiner mit. Und ich kann währenddessen auch mal einen Schluck Kaffee trinken, geil, oder? Sehr lecker. Also, das ist mein. Okay. Was ich jetzt mache, ist erstmal wieder das Headset ab. Ich habe die ganze Zeit die Musik nicht mal angehabt. Ich bin voll Idiot. Ich hoffe, die Musik nervt euch nicht. Ich hoffe, euch gefällt die gut. Was wir jetzt machen ist, Käse auf die Burger packen. Erstmal gucken wir, wie weit sie sind. Ich gehe mal kurz rüber. Ich gehe mal kurz rüber. Und wir schalten ins andere Studio. Wir bleiben einfach hier. So, ich hole jetzt nur mal exemplarisch einen von beiden raus. Guckt mal, wie der dampft. Guckt mal, wie der dampft hier. Geil. Geil. Da packe ich jetzt Käse drauf. Und ihr kennt mich.
Käse ist mir wichtig. Und deswegen packen wir da nur den besten Käse drauf. Reduzierten Cheddar. Ich habe nicht extra reduzierten gekauft, aber war einfach gerade reduziert. Einfach hier schön. Zwei Scheiben. Und dann backen wir den dann nochmal kurz. Was ich gerade mache ist, ich zerrupfe den ein bisschen, lege da trotzdem eine ganze Scheibe drauf, aber so ein bisschen als Stapel. Damit das nicht so an der Seite krass rüberläuft direkt, sondern sich so ein bisschen besser drauf verteilt. Und dann lassen wir das Ding da nochmal kurz im Ofen. Und jetzt nehme ich das gute alte Küchentuch, um mir ein wenig die Hände vom Fett zu säubern. Weil das lässt sich nicht vermeiden, wenn man den da drauf legt, den Käse. So. Alles klar. Hatte ich schon vorbereitet. Alles gut hier. Perfekt. Perfekt. Deine Tastatur hat also ein Update. Achso, ja, du guckst ja auf dem Handy. Wenn es gut aussieht, dann kommt er mich besuchen. Rückenschmerzen? Das tut mir leid. Warum das denn? Ich jag nichts in die Luft. Also, wir beschäftigen uns weiter mit unserer fantastischen Soße so lange. Wie gesagt, schon mal ein bisschen den Honig flüssig gemacht. Sehr, sehr wichtig. Und jetzt machen wir hier guten Senf auf. Senf. Ich bin ja großer Senffreund. Und ich habe sowas wie Honig-Senf-Soße lang verschrien. Ich hatte da keinen Bock drauf. Honig, Senf. Aber, stelle ich das jetzt am besten hin. Schieb das hier mal zurück. Schieb das hier hin. Irgendwann habe ich das erste Mal probiert und habe gedacht, das ist ja göttlich. Das ist gewöhnungsbedürftig, so. Pack mal schön den Senf rein hier. Oh, da kann schon ordentlich was. Wir machen zu viel Soße. Ich benutze die dann noch für Sandwiches hinterher. So, ich vermische jetzt erstmal. Erstmal wird jetzt hier schön verrührt, Soße verrührt. Ja, finde ich auch gut. Freeze ist meine Meinung. Und das liegt ja auch daran, was macht die Industrie in all unser Essen rein, damit es geiler schmeckt und süchtig macht? Zucker. Das ist ja selbes Prinzip. Honig ist ja auch nur Zucker. Und Senf ist geil. Und dann macht man Senf quasi eigentlich nur Zucker rein. Aber Honig hat noch so eine kleine Extranote. Das hat eine schöne Textur hier. Schön flüssig geworden. Kommt es in der Kamera besser rüber? Dass das gut aussieht? Ich probiere es einfach mal. Nee, sie ist sehr gut. Ich hatte kurz. Die Süße kam ein bisschen später. Ich hatte mit der Süße früher gerechnet. Kam ein bisschen im Abgang. Ist gut so. Wir könnten jetzt sowas machen wie Olivenöl rein. Mache ich aber nicht. Ich habe Olivenöl jetzt schon an einer anderen Stelle im Kochprozess gedanklich verortet. Kommt dann gleich. Wird es eins der Citizen Burger? Ich weiß nicht mehr genau, was das ist. Meinst du so einen, den man dort kaufen kann? Nein, der hier wird viel besser. Was wir jetzt reinmachen ist Pfeffer. Ein bisschen Pfeffer. Ich merke auch geschmacklich, das fehlt einfach. Muss gar nicht so viel sein. Ein bisschen Pfeffer hier rein. Und weil das unsere Burgersoße wird und ich will gleich nicht den Burger nochmal extra würzen, packe ich alles schon mal rein. Wir machen ein Hauchlein, ein Heuchlein, wie nennt man das? Knoblauch rein. Ein bisschen Knoblauch. Auch ein bisschen Schärfe. Darf nicht fehlen. Muss natürlich auf. So. Tschack, tschack. Nur ein bisschen. Nicht zu scharf machen. Kräuter machen wir nicht rein. Denn die andere Burgersoße würde jetzt an der Stelle Kräuter kommen. Was wir aber noch reinmachen, ist Salz. Ein bisschen Salz, ne? Habe ich gerade gemerkt, viel zu süß. Muss ein bisschen Salz rein. Das rundet das ab. Das ist nicht so viel, wie es aussieht. Das hier ist nicht so salzig, wenn das gemahlen ist. Das ist mir irgendwie aufgefallen, keine Ahnung warum. Ja, ich mache keine Space-Herztoffel drauf. Ich mag ja auch Paprika und so. Ich weiß nicht, Paprika verzichten wir, glaube ich, heute. Obwohl, ich glaube, ich mache ein bisschen Paprika dann auf den Käse drauf. So. Fantastisch hier. Schön Soße. Gemacht. Perfekt.
ein weiterer Schritt zum Burger abgeschlossen. Ich gucke unterdessen mal, wie es dem Käse geht. Dem Käse geht es zu gut. Der ist quietschfidel. Ich mache jetzt mal die Burgerbrötchen hier auf. Und jetzt würde ich eigentlich am liebsten erstmal die Burgerbrötchen mit dazu packen. Schön in den Ofen mal kurz packen. Ich verzichte aber heute drauf, weil ich verplant habe, dass man die erst reinmachen müsste, dann den Rest und dann jetzt sind die Burger quasi fertig. Also die Buletten sind fertig. Was wir jetzt als nächstes machen ist die Dinger hier, die Unterseiten. Seht ihr? Das sind zwei Unterseiten. Die bereiten wir jetzt hier vor. Jetzt wird's hier spannend. Jetzt geht's ans Belegen. Das erste, was wir machen, ihr haltet mich vielleicht für verrückt. Ja, ich bin verrückter Kerl, du. Ich gehe an die Grenzen der Kochkunst. Ich mache da so einen Klecks Olivenöl drauf. Ups, das war ein bisschen mehr als ein Klecks. Fast ist nicht runtergelaufen. Denn Fette sind wichtige Geschmacksträger. Und dieser Burger hat nicht so viele Fette, mal abgesehen vom Käse. Und Olivenöl bietet eine wunderbare geschmackliche Ergänzung, eine wunderbare geschmackliche Abrundung. Wir das Ganze machen. Ja, genau, der eine kriegt ein bisschen vom anderen was ab. Fantastisch. Aber ihr denkt doch nicht, dass es das gewesen wäre mit den Verrücktheiten, die ich euch hier auftische. Nein, da kommt noch mehr. Wartet's ab. Passt auf. Jetzt. Ich war einkaufen. Ich wollte Salat kaufen. Gab keinen Salat mehr. Kein Rucola, kein Feldsalat, kein Kopfsalat. Nicht diese Zwergen, diese dreieckigen und so. Gab keinen mehr. War alles weg. Danke Saul. McRaisin. aber was ist das Geile an Salat, habe ich mich dann gefragt. Er ist frisch. Schön knackig. Er ist schön knackig. Vor allem das Knackige ist ja das Geile. Knackig und er bietet nochmal so ein bisschen eine frische Note. Woran habe ich dann so gedacht, sowas wie Sour Cream wäre geil. So was Frisches. Und was ist knackig? Chips. Sour Cream Chips. Ja, aber hallo. Aber mal locker packen wir da jetzt Sour Cream Chips drauf. Habe mich hier einfach mal entschieden für die Stapelchips-Variante. Mal drauf. Und dann hier dieses befriedigende Knack. Oh, ist das geil. Das ist ASMR-Material. Pack mal da einfach pro Ding hier drei drauf. Geil. Ich esse ja auch manchmal einfach Chips auf Toastbrot oder so. Meine Freunde haben mich dafür schon verurteilt. Aber ich finde es geil. Und wisst ihr was? Geil. Hier trennen sich unsere Geschmäcker. Wild, ja. Power, ich bin wild. So. Aber da kommen jetzt natürlich nicht direkt die Bulette drauf. Wir müssen jetzt stapeln ein bisschen. Erstmal kommen jetzt hier die... Also jetzt wird es kompliziert. Jetzt müssen wir Burger bauen. Ja? Und das Ziel ist, dass man ihn später zusammendrückt und nicht alles rausfällt. Das ist das oberste Burgerziel. Das kennt ihr sicherlich auch. Deswegen erste Schicht mache ich jetzt hier mal schön die Paprika drauf. Und ich weiß, macht man eigentlich oben drauf. Aber ich bin verrückt, ich bin ein verrückter Kerl, du. Ja, mach mal hier dazwischen. Paprika-Gurke, Mischung, geil. Wir haben eine Paprika-Gurkenschicht, schön die grüne Schicht. Das sieht auch von der Seite gut aus direkt. Da sieht man doch direkt, der hat was drauf, der Raisin. Meisterkoch. Jetzt kommen hier die Tomaten drauf. Oh ja, so ein bisschen glitschig, rutschen runter, da muss man aufpassen. So, Tomaten sind drauf, Zwiebeln, machen wir oben drauf. Ihr wisst doch was, Zwiebeln machen wir unten drunter mit, das sind doch Ringe. Geil, ein bisschen auseinander zu friemeln hier die Ringe. Viel zu viele Zwiebeln habe ich mir da rausgeballert hier, so. Guck mal, das ist doch schon ein halbes Hochhaus und wir haben noch nicht mal die Bulette drauf. Ist das nicht geil? Und ich sag euch, wir können dann trotzdem einfach einmal komplett reinbeißen. Das ist das Burgerziel. Das ist das Gute an diesen Billo-Burgern hier. Die sind nur quasi die Griffe für den geilen Content. Deswegen ist das auch gut, dass die so flach sind. Ich bin skeptisch wegen den Chips. Wenn du dann da reinbeißt und das knackt. Und dann, das Geile ist, du hast dann zwei Arten von Klang. Du hast einmal die Chips, die so krrrk machen. Und dann aber nochmal dieses Frische von der Paprika. Knack! Also hast du so ein Knack.
Das Ziel ist, dass der Burger ein Burger bleibt. Ja. Also, ich meine, es ist eine Kalorienbombe, aber nicht so schlimm, wie man vielleicht denkt. Also, man sollte es vielleicht trotzdem nicht jeden Tag essen. Das so, und jetzt haben wir hier. Nummer 1. Oh, geil. Und ich hole den 2. Schön mit Cheddar drauf. Das hier drüben ist so ein bisschen der traurige Bruder. Der hat von allem ein bisschen weniger. Aber das ist nicht schlimm, kann man den besser essen. Genau. Jetzt kommt die Soße. Passt auf. Ich bin super doof. Bevor die Soße kommt. Soße jetzt schon drauf. Bin ich denn blöd oder was? Da müssen die Oliven drauf. Geil, hier, die halten gut auf dem Käse. Einfach nur ein paar. Ein paar drauf, so. Drei Oliven pro Burger. Oh ja, hier. Der wackelt. Der ist viel höher, als die sonst bei mir wären. Ich weiß nicht, was heute abgeht. Ich fake das nur, die sollen nicht so hoch sein. Die sind viel zu hoch. Was geht ab? Chips-Burger-Erfahrung? Nee, aber Chips-Sandwich. Chips auf Sandwich oder so. Würdest du es probieren? Passt auf, wir kriegen das schon hin. Erstmal kommt jetzt hier die restliche Zwiebel zur Seite. Und alles, was sonst noch hier so rumliegt an Brötchen und so. Komm, ich hab nur Angst, dass es gleich runterläuft. Deswegen schiebe ich sie jetzt mal ein bisschen in die Mitte vom Brettchen. Das Messer brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen nichts mehr schneiden. Der harte Teil ist vorbei. Jetzt kommt nur noch... Oh, hier. Es sieht schon ganz gut aus, so. Also, es ist nicht das Schlechteste. Kann man schon vielleicht mal machen? So, jetzt kommt die Soße drauf. Ich bediene mich jetzt eines Tricks. Ich mache hier ein bisschen Soße drauf nur. So. Oh ja. So. Muss nur ein bisschen. Ich hätte die Soße auf mehrere Schichten verteilen können. Das wäre vielleicht auch gut gewesen. Und jetzt, aller Trick. Guter aller Trick. Nehmt einfach die. Hier, das Ding. Schön hier. Und dann packt er da Soße drauf. Schön reinschmieren. Dann ist das Ding nicht so trocken. Wenn ihr so auch nicht so geile Brötchen habt wie ich gerade. Und ihr habt noch ein bisschen extra Soßenkapazität. Denn Soße ist das, was den Burger besonders nochmal geil macht. Dann mache ich den ersten drauf. Oh ja. Oh ja. Gleich drücken wir sie noch zusammen. So. Schön auf den zweiten auch noch die Soße drauf packen. Oh, ist das geil hier. Oh ja. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen runternehmen, ansonsten. So. Und unser Highlight-Burger hier. Geil. Jetzt drück mal hier drauf. Hört ihr schon? Hört ihr, wie es knarzt hier? Und es funktioniert. Es funktioniert. Da läuft ein bisschen Soße runter. Ist nicht so schlimm. Komm, wir lassen die Soße runterlaufen. Oh, geil. So. Und jetzt hier. Ein Bild für die Götter. Sind das hier ein paar Burger oder sind das nicht ein paar Burger hier? Die sehen doch schon ganz geil aus. Ey, ich bin gerade selbst ein bisschen überrascht. Das sieht ein bisschen aus wie auf dem Bild dahinter. Man sieht kaum einen Unterschied, oder? Ist ein bisschen besser ausgeleuchtet und so weiter. Aber hö? Nur? Habe ich irgendwas vergessen von meinen 400 Zutaten, die mir den kompletten Tisch vollballern? Ich muss, glaube ich, gleich erstmal 30 Minuten meinen Tisch dann wieder umbauen. Ich nenne sie jetzt auch einfach mal die Equestria Burger. Oh ja. Nice. Oh, ich weiß gar nicht, ich traue mich gar nicht rein zu essen. Für die armen Götter. Ja, für die armen Götter. So, ich setze jetzt meine Kopfhörer auf. Ich will mir Musik dabei anhören. Ja, immer schön, immer mehr. So, geil. Seid ihr bereit?
So riecht mein Burger übrigens wirklich. Man nimmt die so, dann dreht man die so um, bevor man sie aufisst. Ja, da fällt ein bisschen was runter, das kann man einfach so mit wegsnappen. Lopping? Ja, natürlich fehlt das Salatblatt. Ja, das gebe ich euch. Vielleicht hätte ich auch ein bisschen das Grün auf eine andere Schicht einfach packen sollen. Einfach vom Farbton her. Aber ich konnte es halt nicht mehr ändern. Es gab halt keins. Kann man machen. Vor allem, wenn die noch größer sind oder wenn man die generell geschnitten isst. Aber ich brauch die komplette Kontrolle jetzt hier. Alter. Einmal durch alle Geschmacksschichten durch. Du beißt rein. Du wirst erstmal mit so einer Frische begrüßt. Und dann arbeitest du dich so vor und irgendwann kommt dann die Boulette und der Käse und alles vermischt sich nochmal zu einem geilen Schlag in deine Geschmacksnerven. Einen positiven Schlag. Sag mal eher so ein sanfter Streichler in deine Geschmacksnerven rein. Wegen dem rechten. Ach so, hier. Ihr seht, wenn man den von oben ansieht, sieht das schon nicht mehr so geil aus, weil ich ihn so krass drücke. Komm. Machen die Ansicht. Ist ein bisschen entspannter. Wir müssen die Unordnung ja nicht mehr sehen. So, ich kann mir jetzt schon das Brettchen unter mich stellen direkt. Geiler Schlag in deine Backen. Backen wird mir immer gesagt, immer wenn ich sage, oh, du hast aber rote Backen. Das sind Wangen. Ja, okay, es sind Wangen, aber... Hat nur gerade was gekrümmelt. Mit Flambieren auf dem Schreibtisch. So hinten an der Grafikkarte flambieren, während wir Star Citizen spielen. Und es die Heißluft föhnmäßig da hinten rauspustet. Ich weiß nicht, wie Social Eating funktioniert. Esse ich einfach? Ich glaube, man isst einfach, oder? Man isst einfach und genießt das Essen. Genau. Schön yum yum yum. Ne, auf das Lied habe ich gerade nicht so Bock. Jo, das ist gerade ein bisschen chilliger. Dann habe ich was richtig gemacht, glaube ich. Oder irgendwas ist in eurem Leben falsch gelaufen.
Nee, aber ganz abseits von den Chips ist es halbwegs normal, oder? So Olivenöl ist auch vielleicht ein bisschen kritisch, ja? Normalerweise packe ich dann sowas wie, wenn ich es nicht schon in der Soße sowieso drin habe, entweder mache ich da die Soße nochmal unten drunter auch. Oder sowas wie Schmand oder so. Nee, nicht Schmand, aber Creme Fraiche, irgendwas. Vielleicht auch Mayo. Genau, dann kommt so langsam so die komplett winzige Wohnung, wo überall Zeug rumliegt. Aber der Burger ist doch nicht von McDonald's, Modman. Aber ja, so. Ich bin ein Streamer und während der irgendwie, ich brauche mal kurz einen Energieschub, während ich streame. Der neue McFlex. Jetzt nur bei McRaisin. Ich habe McFlex gesagt, weil es sich so ähnlich anhört wie Felix. Und wir können auch direkt Felix sagen. Ich kann den Burger nicht wieder hinlegen. Ich würde jetzt gerne das Burger... Aber ich habe Angst, dass er auseinanderfällt, wenn ich das jetzt mache. Oh, ich bin auf meine Tastatur getreten. Seht ihr mich noch? 1, 2, 3. Ich mache das Burger doch schon. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Irgendwie habe ich hier 10 Sachen gerade ausgelöst. Was? Okay, alles gut. Nee. Du hast mir einen Workout gegeben, dann mache ich das ja auch. Oh Gott. Ich traue mir gar nicht mehr, das anzugucken. Komplett winzige Wohnung, wo überall Zeug rumliegt. Komplett. Weil ich dann mit vollem Mund esse, oder was, Leute? Hab dasselbe geklippt etwa. Langsam so die komplett... Ja, okay, aber... Es ist geil, dass ihr denselben Gedanken hattet. Ich könnte mir mal eine Frage beantworten. Ihr seht ja den Burger da. Komme ich da nicht ran. Oh, ist so groß und lecker. Aber so unerreichbar. Die schwarzen Körner obendrauf. Das ist doch bestimmt. Also ich kenne Sesam. Aber sind die schwarzen Körner auch Sesam oder was anderes? Oder also sind das vielleicht Sesamkörner, die verbrannt sind? Aber warum sind dann nur ein paar verbrannt? Das würde mich mal interessieren. Das ist ein Burgerersatz aus Erbsenprotein oder so. Es ist nur Chemiekacke. Mit Erbsenprotein drin, damit es sich gesund anhört. Es ist nur Chemie. Ich bild mir da gar nicht drauf ein. Das ist nicht sowas von so Beyond Meat oder Next Meat, Next Level Meat oder sowas. Die finde ich einfach nur ganz lecker und die sind halt warm. Da kann man den Käse gut drauf schmelzen und die schmecken per se ganz gut und halbiert, bam, drauf und ja, Punkt. Ach ja, stimmt.
Ich habe auch, ich weiß gar nicht, welches ich dann letztendlich genommen habe, aber ich habe sowieso noch ein bisschen den Ausschnitt geändert. Auch Sesam. Leinsamen? Nee, Leinsamen sind das nicht. Ich habe hier Leinsamen. Das ist ein guter Punkt, Freeze. Da ist vor allen Dingen mehr Antibiotika drin in der Regel. Im billigen Zeug. Es gibt halt das teure und das billige, aber ich habe ja hier gerade was billiges. Deswegen vergleiche ich es auch mit dem billigen normalen Fleisch. Soul Addicted, weil ich das so merkwürdig finde, dass man Fleisch isst eigentlich so, weil keine Ahnung, du fängst irgendwann mal an, guckst dir mal eine Doku an, die muss nicht mal gegen Fleisch sein. Also das kann auch eine ganz normale, einfach eine Doku sein über Fleischproduktion oder die Tierzüchtung generell. Und dann denkst du dir so, dann hast du es so in deiner Hand und denkst so, okay, hier wurde was getötet. Nur damit ich was essen kann, was nicht unbedingt nötig ist. Und ich sag überhaupt nichts gegen irgendwas. Wenn wir halt Jäger und Sammler wären noch, dann ist das halt einfach nötig, dass wir Tiere jagen und töten. Und das ist auch heutzutage besser, als wenn man es einfach aus der... Das Schlimme ist natürlich die industrielle Tierhaltung so. Das ist vor allen Dingen das Schlimme. Aber dann denkt man sich so, es ist nicht nötig, dass ich jetzt hier jeden Tag Fleisch esse. Und dann denkt man sich, und dann habe ich so irgendwann angefangen, nur noch in der Mensa Fleisch zu essen. Das ist auch nicht das beste Fleisch dort, aber ich habe so halt hauptsächlich Käse gegessen und so und habe ab und zu mal Fleisch gegessen. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich kannst du ja nur noch in der Mensa essen, dann begrenzt du es dir immerhin schon mal. Nice. Und danke für das Abo, Power. Vielen Dank. Richtig geil. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, eigentlich kannst du das in der Mensa, gibt es auch immer was Vegetarisches, das ist auch oft richtig geil und meistens sogar günstiger. Und dann habe ich dann angefangen, einfach das bei der Mensa auch wegzulassen und schwupps war ich Vegetarier. Also es war eigentlich relativ easy, es war für mich überhaupt keine Hürde oder so. Ist es auch immer noch nicht, ich finde es überhaupt nicht schwer. Ich weiß, dass das vielen anderen bestimmt schwerer fällt, aber da guckt man sich mal 2-3 Dokus an und dann denkt man sich so, nee, das kann ich nicht, das will ich nicht, dass nur damit ich was essen kann, das passiert. Also, bis auf, es wäre halt nötig, aber es ist halt nicht nötig für mich jetzt einfach in meiner derzeitigen Lebenslage. Ich bin nicht drauf angewiesen. Ich bin einfach nicht drauf angewiesen, dass ich Fleisch esse. Und wenn irgendwie die halbe Welt untergeht und wir Sachen jagen und schlachten müssen und das einfach die beste Art der Nahrungsaufnahme wird oder so, die nötige Art der Nahrungsaufnahme, dann bin ich halt auch kein Vegetarier mehr. Also. Aber es ist halt gerade nicht nötig für mich. Dass die armen Beine verändern. Oh, das weiß ich nicht mehr. Mehr Bio. Ja, mehr Bio wäre auch schon mal gut. Aber das ist das Problem. Selbst die ganzen... Also, wenn du nicht wirklich das von einem Bauern holst, das Fleisch, wo du genau kontrollierst, oder wenn du es selbst züchtest nicht, dann ist das immer eine Mogelpackung. Und da kann da noch 3-mal Bio draufstehen. Oder gute Tierhaltung. Die gute Tierhaltung ist richtig arschkacke. Also, mal ernsthaft. Es ist besser. Wenn ihr die Wahl habt und so, dann holt euch lieber das, wo gute Tierhaltung noch draufsteht. Ja, das geht ja dann wenigstens in die richtige Richtung. Aber per se ist das trotzdem irgendwie, okay, die haben einen halben Quadratmeter mehr und kriegen einen Stein, einen Stock als Spielzeug oder so. Und ich denke, das ist immer noch nicht die gute Tierhaltung, die ich will. Ich würde mir dann gerne noch, dass das Label noch ein bisschen weitergeht. Und dann so nochmal einen Pluspunkt gibt für, ey, die können tatsächlich ihr Leben leben auf mehr als 5 Quadratmetern pro 10 Tiere oder so. Und das mit den ganzen Küken vergasen und so weiter. Ich habe in der letzten Episode Schiffbruch, glaube ich, darüber geredet, dass das so richtig merkwürdig ist. Dass einfach, da gibt es eine ganze Spezies, die gezüchtet wird zu Millionen, Milliarden und von denen einfach die Männchen dauerhaft vergast werden, weil man die nicht braucht in der Industrie. Ach, sorry, Leute, ich verurteile nicht mal jemanden, der Fleisch isst. Das ist ja jedem seine Entscheidung. Ich besag nur, warum ich es nicht esse. Sorry. Geht es heute ums Essen? Ja, ein bisschen Keule. Zumindest erstmal nochmal. Warum gab es nicht der Outcard angezeigt? Outcard? Bio-Haltungsstufe 4. Ja, es ist halt alles so ein bisschen... Naja.
Und ich habe mal original bei einem Fleischer nachgefragt, der hat mir die Schlachterei gesagt und nicht die, da wo das Tier tatsächlich gelebt hat. Und dann habe ich die Schlachterei mal gegoogelt und halt einfach so, einfach nur random, einfach nur so stichprobenmäßig. Hey, wo kommt das Fleisch? Da habe ich noch Fleisch gegessen. Und sie nur so, ja, da und da wachsen die Tiere auf. Und nee, das war die Schlachterei und nicht da, wo sie aufwachsen. Also sie wusste nicht mal, wo die Tiere herkommen. Und dann habe ich die gegoogelt und es war einfach... Und die hatte einfach in den letzten paar Jahren irgendwie 10 Skandale, weil die Tiere nicht richtig betäubt haben. Und die lagern quasi das aus auf eine externe Firma, die die Tiere dann betäubt für die Schlachterei. Die wird dann verklagt und geschlossen. Und dann machen die wieder eine Scheinfirma auf, die wieder das quasi genauso beschissen macht. Dann wird die wieder verklagt und geschlossen. Dann machen sie die nächste auf. Und das heißt, die Tiere werden da dauerhaft nicht mehr richtig betäubt. Ja. Das ist okay, 1 Euro pro Ei passt doch. Ich bin ja auch kein Veganer. Ich esse ja auch, ich versuche weniger Eier und Milch zu essen und so. Ich nehme auch Ersatzprodukte, die ziemlich geil sind. Hafermilch und Kaffee, richtig geil, finde ich. Wenn man dir die richtige kauft. Und ja, aber wenn es jetzt irgendwo drin ist, dann esse ich es auch. Ja, Fleisch direkt vom Bauern, dann kann das schon gut sein. Der Nick ist noch von früher übrig. Ach, sei nicht traurig. Die Welt wird besser. Kann nur aufwärts gehen. Ich meine, es gibt super geiles Essen. Wir leben einfach so, dass es sich in eine gute Richtung entwickelt. Und dann wird das. Habe ich jemals gesagt, dass ich Hafermilch in Haferbrei mache? Ich benutze Hafermilch nur für Kaffee oder so. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das gut schmeckt. Super soll. Für Haferbrei benutze ich tatsächlich einfach Wasser. Und dadurch entsteht ja sozusagen Hafermilch. Nö, ich benutze Wasser. Aber, also letztendlich ist es das, was du dann auch da reinmachst. Du, Hafermilch ist ja eigentlich auch nur Hafer und Wasser. Und manchmal noch Zusatzstoffe. Aber eigentlich ist es nur Hafer und Wasser. Und dann gibst du halt eigentlich exakt dasselbe auch nochmal an den Haferbrei. Also eigentlich macht das keinen großen Unterschied. Schmeckt dann halt nochmal ein bisschen besser eventuell. Also super, wenn das funktioniert. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ganz ehrlich. Aber super. Natürlich, das kontrolliere ich. Da rufe ich immer erst an bei der Firma. Wo kommt denn euer Hafer her? Wurdet ihr auch richtig betäubt, euer Hafer? Rack? Also ich weiß nicht, was Rack bedeutet, aber ich kann dir sagen, es schmeckt gut. Also ich habe nicht sehr... Ich habe früher immer mit Milch gegessen. Aber dann habe ich irgendwann festgestellt, mich nervt es immer, Milch warm zu machen. Habe ich einfach aus dem Wasserkocher Wasser drauf geschüttet. Ein bisschen Honig dran. Geil. Man gewöhnt sich dran, super schnell. Also ich habe am Anfang gedacht, nee, schmeckt nicht. Das ist ja nicht so vollmundig. Und dann nach 3 Tagen, ey, super geil. Im Müsli finde ich Reismilch gut. Das ist schön. Schlaf einmal, ein kleines Körnchen. Du auch. Du auch. Du auch. Du auch. Doch, 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 doch. Mein, das ist spannend. Ey, ich bin auch keiner von denen, der dann irgendwie jemanden gegenüber sitzt, der Fleisch isst oder irgendwas. Und dann so sagt, ist doch denen seine Entscheidung. Jetzt wurde ich halt danach gefragt, da sage ich es auch. Aber ich sag da jetzt auch nicht im Stream 24/7 die ganze Zeit, na, habt ihr wieder ein Stück Fleisch
Gessen hier Mörder oder so? Ich weiß es nicht. Kann jeder machen, wie er will. Wir sind frei. Mich hindert ja auch keiner da. Mich zwingt ja umgekehrt auch keiner Fleisch zu essen. Also, das ist reine Überzeugungssache. So, aber ich muss mir jetzt trotzdem mal richtig die Hände waschen. Ich mach mal ein Outro für YouTube und gleich zocken wir noch was. Also. Okay, warte kurz. Ja, Mann, aber hallo, natürlich solltet ihr bestellen. Aber hallo. Ohne Frage. Einfach schön, ich fand's, hat erstaunlich gut funktioniert. Und es war sehr lecker. War auch mal interessant. Konnte ich jetzt schön im Stream mal was wegschnabulieren. Also, auf Twitch geht's jetzt natürlich noch ein bisschen weiter. Sekiro, ich habe was für euch vorbereitet. Ich habe trainiert. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald auf YouTube.